Die vierte Situation war ein Rätsel für uns alle hier im Haus, ob Regie oder Interpreten. Wir wussten alle, was sie zu tun haben, aber für mich blieb es ein Rätsel. Bräuchling ist schon gestorben in der dritten Situation, aber kehrt zurück. Er ist tot und noch nicht tot zugleich, noch nicht auferstanden. Eine umherirrende Seele, vielleicht wie in der Kabbala, auf der höchsten Stufe der Kette. Alles ist weiß und alle sind nur Seelen. Alle gesungenen und viele vom Orchester gespielte Töne der vierten Situation sind von Tonaufnahmen der Grabeskirche abgeleitet, sogenannten Echographien und ihrer Analyse. Die Grabeskirche haben wir 2011 besucht, Joachim Haas, Patrick Hahn und ich. Ich habe sie nicht als Symbol erlebt, denn ich bin evangelisch, sondern als einen Klangkörper beobachtet. Für mich sind das Spuren, die mehr spekulativ oder intuitiv zu erleben sind. Ich gehe davon aus, dass Jesus von Nazareth an der Orten seines Wirkens Spuren hinterlassen hat, wie in der Grabeskirche, in Kapernaum, in Emmaus. Diese Spuren sind physikalisch nicht nachweisbar, aber doch irgendwie in unseren Aufnahmen enthalten. Und dadurch auch Teil unserer Oper. Das wünsche ich mir sehr und ich glaube daran. Diese Orte wurden von der Ausstrahlung des Jesus von Nazareth geprägt und mir ging es darum, in der Oper diese Spuren zu entfalten. Und so laut du kannst. Also 1:1 werden die Sachen bestimmt nicht verwendet, so wie ich dich kenne. Also sondern es wird satzweise. Na, dekonkretisiert irgendwo. Also es wird einfach die... Die Bedeutung des Ganzen wird genommen und vielleicht eine klangliche Komponente, du weißt es besser als ich natürlich. Aber es geht nicht darum, dass man ein Zitat einfach irgendwie einspielt oder so, sondern es geht schon darum, dass man klangliche Kategorien ja letztendlich auch findet und die aber mit dem der Gesamtstruktur ja dann verbindet. Das Flüstern für mich, das ist einerseits, das hat die doppelte Funktion. Einerseits haben wir das Flüstern als vielleicht Desemphatisierung oder Reduzierung der emphatischen Ausstrahlung des Gesprochenen. Im Allgemeinen, besonders wenn Sänger sprechen, das ist, wird sehr, sehr emphatisch. Einerseits. Und andererseits ging es um die Präsenz des Heiligen Geistes, die man, wenn man aufmerksam genug wäre, im leisesten Flüstern vielleicht erleben könnte. So.